Irgendwie ist heuer alles anders. Irgendwie, ja, ist alles anders. Aber irgendwie ist es auch wie letztes Jahr. Gut, dass ich meinen roten Schlitten mit habe. Mit 1750 Jahren. Geboren bin ich nämlich 250 nach Christus. Darf man auch in Zeiten wie diesen ein wenig Hilfe in Anspruch nehmen. Ja. Irgendwie ist heuer alles anders. Irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie ist es auch so wie letztes Jahr. Ja, liebe Kinder, es ist heute und heuer vor allem vieles anders. Aber ich habe euch nicht vergessen. Nein, wir müssen etwas zusammenhalten, dann schaffen wir auch diese schwere Zeit. Und natürlich komme ich auch zu euch. Aber jetzt muss ich einmal meinen Wagen beladen. Oh, meine 1750 Jahre machen mir wohl ein wenig zu schaffen. Aber dank der Schwerkraft schaffe ich auch diese schwere Bürde. Meine Sachen für euch auf das Dach zu bringen. Meine Reise war eine lange. 2375 Kilometer. Ich zeige euch das jetzt einmal auf meinem Globusgeschenk. 2375 Kilometer von der Nähe von Antalya. In Demre, über den Ozean, hinauf, hier bis nach Österreich. 2375 Kilometer. Und die Weltenkugel bekommt auch ein braves, liebes Kind. Tja, auf meiner langen Reise habe ich viel erlebt. Wer meine Geschichten schon kennt von den Jahren zuvor, es tun sich immer wieder neue auf. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, Gutes zu tun. Ich möchte euch zwei Abenteuer von mir ganz kurz vorlesen. Auf meiner Reise nach Deutschlandsberg musste ich auch die See überqueren. Auf dieser Überfahrt gab es einen großen Sturm. Ich habe die Angst der vielen Menschen gesehen und mit Mut und Kraft, soweit ich sie noch habe, und die habe ich, den Sturm gezähmt, die Segel richtig gesetzt, nach dem Wind und das Schiff sicher in den Hafen geführt. Tja, dann haben mich die Seemänner gleich zu ihrem Schutzpatron erklärt. Jetzt bin ich Schutzpatron für alle Seefahrer auf der Welt. Mögen sie gut an ihr Ziel kommen. Und angelangt in dem Hafen, traf ich auf eine große Hungersnot mit vielen armen Menschen, Kinder, Junge, Alte. Sie hungerten und saßen vor einem Schiff voll mit Korn. Dieses Korn war zum Kaiser in Byzanz bestellt. Ich sah dieses Elend und ich bat den Kapitän vom Herzen, den hungernden Menschen dort vor Ort einen Teil des Korns zu geben. Der Kapitän war nicht sehr begeistert, weil die ganze Fracht für den Kaiser bestimmt war. Und würde er nicht ankommen mit der vollen Fracht, würde es ihm nicht gut gehen.
Ich versprach ihm, wenn du bei dem Kaiser eintriffst, wird dein Schiff gleich voll sein, wie wenn wir es jetzt entleeren und den Hungernden dein Kord geben. Der Kapitän überlegte eine Zeit, ich brauchte viel Überzeugungskunst. Doch nach dieser Seefahrt wusste er ganz genau, meine Kräfte sprengen weit seine Vorstellungskraft. Das ganze Korn wurde den ganzen Menschen übergeben. Und sie freuten sich und konnten Jahre noch von der Saat davon leben. Und der Kapitän zog mit seinem Schiff weiter zum Kaiser. Und dort angelangt, wurde mir die Nachricht zuteil, dass das Schiff wieder voll mit Korn war. Kein einziges Körnchen fehlte. Und der Kaiser lobte ihn für die gute Tat und auch, dass das Korn ihm bestimmt zugestellt wurde. Ja, ja, irgendwie ist heuer alles anders. Aber irgendwie ist es doch gleich wie letztes Jahr. So, liebe Kinder, ich werde mich wieder auf die Reise machen. Es warten ja noch so viele Kinder auf mich. Aber dank meinem roten Blitz kann ich ja doch noch alle rechtzeitig erreichen. Die Rodel kommt natürlich mit. Denn nächstes Jahr gibt's wieder was zu begleichen. Die gleiche Reise. Mit den gleich guten Gedanken. Aber ich werde mich jetzt auf die Reise begeben. Aber ich habe noch eine Idee. Damit ich schneller und rechtzeitig bei allen Kindern bin, werde ich auch das Blaulicht einschalten. Bis nächstes Jahr. Bleibt gesund und bleibt brav.